Das hat Amira, meine Dreijährige, heute mit in die Kita bekommen. Und während ich Amiras Kita-Brotdose fertig gemacht hat, hat Maya einfach mit gefrühstückt. Also sie hat sich eigentlich alles stibitzt, was ich gerade vorbereitet habe, und hat nebenbei gefrühstückt. Normalerweise schlafen beide Mäuse noch, während ich die Brotdose vorbereite. Aber Maya wollte ziemlich früh wach, was total ungewöhnlich für sie ist, ja, und hat dann mitgeholfen, ne? Auf jeden Fall gab es Vollkorntoast mit Frischkäse und dann habe ich Gürkchenscheiben drauf verteilt. Dann war ich so motiviert und habe das Ganze ausgestochen als Mickey Maus. Amira freut sich immer so, wenn ich das Ganze aussteche, deswegen mache ich es eigentlich sehr gerne für sie. Dann gab es einen Geflügelwiener dazu. Der erste Anlauf hat nicht geklappt, dann war ja sie stibitzt. Aber keine Sorge, Mama hat natürlich noch mehr. Das Würstchen habe ich ihr natürlich klein geschnitten. Irgendjemand hatte mal kommentiert, ich hätte ihr das Würstchen direkt vorkauen können. Sehr charmant, aber ihr solltet die Würstchen tatsächlich zumindest halbieren, denn das Erstickungsrisiko ist tatsächlich sehr, sehr hoch. Und was man hier nicht gesehen hat, natürlich habe ich Mayas Würstchen halbiert. Und dazu gab es Birne. Und so sah die Brotdose heute aus. Und Mayas Frühstück.